Okay, Leute, weiter geht's. Wir waren hier stehen geblieben. Wir sind gerade aus dem hier unten aus dem Kerker ausgebrochen. Ja, für euch ist es ein paar Stunden her. Bei mir sind es jetzt leider nur ein paar Minuten. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz, ob wir die Prinzessin auch retten könnten. Oh, der muss immer noch aufs Klo. Uiuiui. So, da ist sie ja. Ich wusste, dass du kommst. Danke. Hat die Wache draußen geschlafen? Sein Spitzname ist Alte Schnarchnase. Er schläft sogar im Stehen. Dein kleines Ferkel kam und... Ich habe ihm Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als andere Schweine. Bitte nimm mich mit. Ja, warum nicht? Okay, der schläft wirklich. Und ich muss ihn jetzt echt nochmal ansprechen, aber musst du jetzt wirklich noch... Ja, oh, der Arme. Okay. Dann. Oh, warte, ist ein langer Weg. Wir sollten Nahrung mitnehmen. Kommst du mitten in den Keller? Okay. Wie sie mit normalem Schritt meinem Lauf hinterherkommt. Der war. Die Nahrung war, glaube ich, irgendwo hier in den Fässern. Die ich zwar vorher schon alle durchsucht habe. Aber. Große Jagdkeule gefunden. Okay. Ja, komm, weiter. Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Ja, ist gut. Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen, so heißt es. Ja, also Bills Haus. Ja. Jetzt geht dann die Reise endlich vollständig los, also. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Der Kerker war jetzt nicht so, dass... die Herausforderung pur, würde ich mal sagen. Ah, scheiße. Mein ICQ-Sound. Was ist... Ist etwas passiert? Schrecklich. Wer könnte das getan haben? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill. Oma... Oma Lola. Ich schaue oben nach. Ja, okay. Ich kann ja auch... Ich kann ja hier so, schon sagen, dass sie nicht sind. Ist da noch was drin? Nein. Will... Komm schnell herauf, ich habe etwas entdeckt. Was ist geschehen? Dort an der Wand. Das Zeichen des Schakals. Der Schakal war hier. Der Schakal? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mutter. Das Böse wohnt in ihm. Er hat keine Skrupel. Nichts kann ihn aufhalten, wenn er jemanden jagt. Das Leben eines anderen bedeutet ihm nichts. Aber warum meine Großeltern? Keine Angst, ihr beiden. Du bist diejenige, die... Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was geschehen ist? Sorge dich nicht. Deine Großeltern sind beide in Sicherheit. Sie sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Itori. Ich habe noch nie von diesem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist von einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Komm mit, Will. Na gut, ich komme. Ich will auch mit. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Vater ist König. Ich mache, was immer ich will. Ich mag diese Frau nicht. Ja, typische Prinzessin. Okay. Nein, ich mag jetzt nicht mit dem... Soll ich mit dem Bewohner noch reden? Ich weiß nicht. Ich sage auch nichts anderes als sonst. Schauen wir noch ganz kurz zu meinen Freunden. Da verabschiede ich mich. Aber das muss dann auch gut sein. Die
Ja, dann interessieren sie ja eh nicht für mich. Was ist mit dir, Will? Du siehst so bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Ja, will ich. Gewinnt immer noch. Was ist los? Du benimmst dich nicht so wie der gute alte Will. Nochmal verschoben. Okay, scheinbar will er nicht reden und will sich nicht verabschieden. Dann gehen wir jetzt mal raus. Okay, ich kann nicht mal im Moment reisen. Was muss ich denn jetzt machen? Ich will nach Itori. Ah. Seid ihr bereit? Jo. Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Wenn ihr bereit seid, können wir aufbrechen. Du hast es aber eilig. Warst du schon jemals vom Schloss weg? Hui. Nein, deshalb will ich ja mich auch ja anschließen. Weißt du überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund, verstanden? Hey Will, bist du nicht auch mein Freund? Okay, ja klar. Ich freue mich, Will. Komm, gib mir deine Hand. Okay. Jetzt geht's los nach Itori. Okay, es ist aber auf der Karte verzeichnet, also so geheim kann die Stadt irgendwie nicht sein. So, Itori. Das ist mein Dorf. Das ist mein Dorf. Ihr seid sicherlich überrascht, keine Häuser zu sehen. Will, spiel die Melodie, die du von Lola gelernt hast. Klar. Warum nicht? So, oder? Oh, und die Häuser sind da. Coole Sache. Seid ihr überrascht? Eine Barriere umgibt das Dorf. Die wenigsten Leute können es sehen. Es ist ein uraltes Mysterium. Die Prinzessin nervt langsam. Ständig beklagt sie sich. Ich kann nichts dafür. Meine Füße tun weh. Na gut, dann komm mit mir. Ich zeige dir mein Haus. Oh, ich schaue mich dabei um. Hi. Die Inkas, die hier lebten, waren ein Volk ohne Schrift. Die Legenden lebten in ihren Liedern weiter. Auch in scheinbar bedeutungslosen Melodien steckt ein Sinn. Nett? Okay. In diesem Dorf gibt es ein Kind im gleichen Alter wie ihr. Bitte werdet Freunde. Oh. Du lebst. Den Göttern sei Dank. Etwas Schreckliches ist uns passiert. Ein Mann, der sich Schakal nannte, suchte uns mit seinen Schergen heim. Nur knapp konnten wir in ihm kommen. Selbst Großvater geriet in Panik. Dann kam ich auf die Idee, sie zu vergiften. Wow. Mit einem Stinktierkuchen. Schließlich floh ich. Hab Dank, Lilly. Ich wusste nicht, dass Prinzessin Kara auch gekommen war. Niemand hat sie gebeten, mitzukommen. Das hier ist mein Haus. Schau dich im Dorf um, aber komme dann wieder hierher zurück. Lilly, warte, ich komme mit. Okay. Ja, ein paar Sekunden haben wir... Oh, kann man da runterrennen? Ah, okay. Jo, wie gesagt, noch ein paar Sekunden haben wir noch. Schauen wir noch kurz in dieses Haus und da werde ich dann auch wieder aufhören für heute. Die Ruinen sind ein altes Grab, warum störst du seinen Frieden? Okay, gut. Leute, ich verabschiede mich. Das war Illusion of Time für heute. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Ciao!